Es geht weiter. So, ich habe die kleine Pause mal genutzt. Einmal um was zu essen, weil ich ein bisschen Hunger hatte. Krautnudeln, lecker. Mmh. Om nom nom. Nein, aber vor allem habe ich das noch genutzt, weil ich noch eine Mod installieren wollte. Es gibt nämlich eine Mod für Mass Effect, die heißt Bring Down the Sky. Ich glaube, auf Deutsch heißt die Kollisionskurs oder sowas. Habe ich selbst noch nie gespielt. Ich habe es mal mit installiert und ich weiß auch nicht, wann wir darauf treffen werden. Ich habe bloß mal irgendwo gelesen, dass es die gibt und habe die jetzt nochmal kurz mit draufgehauen. Deswegen war die Pause auch jetzt noch mit nötig gewesen. So, wir müssen zu Kapitän Anderson. Ich glaube, hier geht's nicht raus, denn das ist der Ausgang über die Brücke, wenn ich später mal... Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Ja, also wenn wir später mal anlegen, dann ist das der Weg zur Brücke. Und hier haben wir Navigator Presley, der gerade gequatscht hat. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. So, wen haben wir denn noch so? Niemanden, ich der bin auf Eden Prime aufgewachsen. Bedeutung dort ist? Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, ach, das Jenkins uns nicht sagen will. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Tja, Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Nihilus selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Nihilus ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt. Zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Die Spectres geraten doch immer in ausweglose Situationen. Sie müssen mörderische Situationen überstehen, genau wie Sie auf Akkuse. Na klar doch. Der mit seinem Akkuse, das war doch eigentlich eine schlechte Situation, wo er als einziger Überlebender rausgekommen ist und er stellt es immer so hin, als ob das die übelste Heldentat gewesen wäre. Ich versuche nicht allzu viel an Akkuse zu denken. Tut mir leid, Commander. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie getan haben. Das haben wir alle. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, Commander. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann? So, das hatten wir. Aspekt, das hört sich gefährlich an. Ja, hören wir uns noch Eden Prime an. Ich will noch mal so ein bisschen, damit wir so ein bisschen Hintergrund haben, schon mal das abchecken hier. Sie stammen von Eden Prime, oder Jenkins?
Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. So, wir haben sogar ein paar Erfahrungspunkte dafür bekommen. So konnten wir jetzt mal ein bisschen schon mal abchecken, was denn hier eigentlich so die Lage ist. Wir begeben uns also nach Eden Prime, einen Planeten, der zu den stabilsten Kolonien der Menschen gehört. Und wir haben einen Spectre an Bord. Wir haben erfahren, dass die Spectres über dem Gesetz stehen. Was der Citadel-Rat ist, das werden wir später noch sehen, auch was die Citadel ist. Aber jetzt werden wir erstmal mit dem Spectre, mit Nihilus reden, der ein Turianer ist. Auch zu den verschiedenen Rassen kommen wir dann später noch. Und Captain Anderson fehlt noch irgendwie. Kommt er noch? Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ich bin bei den Marines und nicht auf einem Ausflug. Aber dieser Planet ist mehr als ein Ausflugsort, nicht wahr, Shepard? Eden Prime ist ein Symbol für Sie. Eine perfekte kleine Welt am Rande Ihres Territoriums. Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Ich muss mal gerade feststellen, mir ist das früher, dadurch, dass ich eigentlich nie mit Kopfhörern spiele, jetzt aber halt hier beim Let's Play natürlich welche aufhab, ist mir nie aufgefallen, dass die Stimme von dem so gedoppelt ist. Der hat ja noch unter seiner eigentlichen Sprechstimme noch eine tiefere drunter gelegt. Klingt putzig, muss ich sagen. Na gut, wie sicher ist es dort wirklich? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihilus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt.
Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich Sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihilus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt. Aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attica-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attica-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tja, das wird witzig. Warnsysteme werden aktiviert. Was war denn da los? Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain?
Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Miles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück!